Wir sind im touristischen Zentrum von Bernburg, dem wunderschönen Schloss. Wir stehen im Innenhof und im Hintergrund sehen Sie das Museum mit blauem Turm, Altenhaus und Krummenhaus, das wir im zweiten Quartal 2023 eröffnen werden. Mein Name ist Christiane Heinevetter, ich bin die neue Museumsdirektorin im Museum Schloss Bernburg und ich nehme Sie mit auf eine kleine Runde durch das neue Museum Schloss Bernburg, noch eine Baustelle, aber ganz bald ein zentraler Anlaufspunkt für die ganze Stadt. Wenn Sie durch das große Foyer ins Museum kommen, dann beginnt hier der Rundgang für die Besucher. Jetzt sind wir im Untergeschoss des Museums. Hier in diesem Bereich werden wir die Ur- und Frühgeschichte unserer Region erzählen. Wir sind ja, haben ja eine 243 Millionen Jahre alte Geschichte und hier werden wir unter anderem die Saurierspuren zeigen. Wir sind jetzt hier weitestgehend barrierefrei unterwegs. Wir haben einen Aufzug und wir haben auch in diesem Bereich einen speziellen Treppenlift, sodass man also alle Bereiche des Museums, so gut wie alle Bereiche des Museums, auch als Mensch mit Behinderung erreichen kann. In diesem Bereich sind wir jetzt im Krummenhaus angekommen. Wir sind vom alten Haus ins Krummenhaus gewechselt. Und hier werden wir die Jungsteinzeit in der Bernburger Region zeigen. Das ist unsere steinzeitliche oder urzeitliche Jukebox, beziehungsweise wird man darin dann urzeitliche Instrumente hören können. Und man zieht diese Fächer heraus und dann hört man verschiedene Instrumente, die früher vielleicht auch in unserer Region gespielt wurden. Wir sind jetzt im Krummenhaus in der ersten Etage oder im Erdgeschoss. Und hier werden wir eine Galerie haben, die die Dynastie von Anhalt-Bernburg zeigen wird. Hier haben wir dann einen sehr schönen Blick in die Kapelle und die Besucher von außen haben auch einen Blick in die Ausstellung. Also hier wird das Schlossmodell sein in der Mitte und es wird die Baugeschichte vom Schloss erzählt. Auf der einen Seite haben wir Fürst Wolfgang, den Auftraggeber des Langhauses und der Leuchte, und auf der anderen Seite seinen Architekten Andreas Günther. Und einen wunderschönen Ausblick auf das Saaletal unter dem Schloss. Und hier wird es eine ganz interessante Vitrine geben, und zwar steht die in der Mitte und Kinder können dann unten durchkrabbeln und erleben, wie es vielleicht früher in so einem Stollen war. Auch wenn man es hier noch nicht vermuten wird, an dieser Stelle wird das große Stadtmodell stehen, sodass also der Besucher sofort einen Einblick in unsere schöne Heimatstadt hat. Jetzt gehen wir in die erste Etage des alten Hauses. Wir sind jetzt im ersten Geschoss angekommen. Hier ist ein Raum, in dem wir Stadtgeschichte zeigen werden. Bernburgs Geschichte im 19. Jahrhundert. Auf der einen Seite haben wir die Geschichte der Talstadt und auf der anderen Seite die Geschichte der Bergstadt. Und in der Mitte läuft die Saale. Hier in diesem Bereich werden wir die Geschichte des Dritten Reiches in Bernburg erzählen. Hier haben wir einen Nachbau des Kapitolkinos und an dieser Stelle wird ein Film von Bernburg aus den 20er, 30er Jahren gezeigt. Jetzt gehen wir in den blauen Turm. Hier wird das Ende der Ausstellung erreicht sein und hier wird eine Medienstation sein, wo man ein Foto von sich macht und im Hintergrund ein Bild des Schlosses hat und dann kann man noch einen Gruß aus Bernburg verschicken. Der große Kronleuchter im Treppenhaus hat 14 Meter Länge. Das ist unser sehr schön großer Sonderausstellungsbereich, in dem wir wechselnde Ausstellungen zeigen werden. Geplant ist unter anderem eine Ausstellung zu Spuk unterm Riesenrad, dem Film, der ja im letzten Jahr hier in Bernburg
gedreht wurde. Und wir wollen dann gleichzeitig zur Premiere auch hier eine schöne Ausstellung dazu zeigen. Wir stehen vor dem Eingangsbereich des Museums. Im Hintergrund haben Sie das alte Haus und das krumme Haus und den blauen Turm. Und dann sehen Sie auf der Seite noch den neuen Aufzugsbau, dass wir also auch einen möglichst barrierearmen Zugang zum Museum haben werden. Und Sie sehen also, wir haben ein altes Haus nach wie vor, aber ein völlig neues, zukunftsgewandtes Museum mit barrierearmem Zugang.